In den letzten Videos zu Arc 2 haben wir uns viel über die neuen Features unterhalten und was für mich herausgestochen ist, ist das Third-Person-Only-Gameplay und das Souls-like-Gameplay und durch einen Kommentar von Ende, der im letzten Video war, bin ich darauf gekommen, dass wir uns doch auch mal über das Zähmsystem unterhalten können. Moin, mein Name ist Nico der Profi und das Zähmsystem könnte sich in Arc 2 sehr stark verändern im Vergleich zu Arc 1, weil wir eben durch das Souls-like-Gameplay und dieses Third-Person-Only-Gameplay ganz andere Möglichkeiten bekommen. Wichtig, alles was ich jetzt sage, davon ist überhaupt nichts gesichert, das ist reine Spekulation von mir und aus der Community sozusagen, wie es aussehen könnte oder auch wie ich es mir wünschen würde. Zunächst, wie sieht denn das Zähmsystem aktuell aus? Bisher ist es ja so, dass wir fast alle Tiere mit einer Falle eben einsperren können und dann schießen wir einfach die ganze Zeit drauf mit Betäubungspfeilen, bis das Tier dann umfällt und dann können wir Kibbel reinlegen oder Beeren oder was auch immer und dann gehört uns das Tier einfach und wir können es reiten und für unsere Zwecke benutzen. Und mit Genesis Part 2 ist ja sogar noch eine viel einfachere Methode reingekommen, denn da haben wir die Netzschleuder bekommen, beziehungsweise das Netzprojektil und damit können wir ja zahlreiche Tiere einfach auch komplett mit dem Netz abschießen und die nochmal viel, viel einfacher und schneller zähmen. Und ja, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, auf die das eben nicht zutrifft. Da haben wir beispielsweise den Titano, den wir dann mit Kanonenkugeln, einem Raketenwerfer oder einem Mech abschießen müssen und da zählen auch nur Headshots, damit er betäubt ist. Wir haben den Tuso, wo man quasi mit einem Hai oder einem anderen Wasserdino beziehungsweise Wasserkreatur ran schwimmen muss, damit er sich die packen kann und dann schmeißen wir eben die schwarzen Perlen ins Maul und dann gehört uns das Tier. Wir haben die Trudents, die man mit einer Opferzähmung zähmt und wir haben die Pferde, die man beispielsweise dann eben zähmt, indem man oben drauf sitzt und sich nicht abschmeißen lässt, also so oder so ähnlich. Das heißt, Unterschiede in der Zähmung gibt es durchaus schon, aber der Großteil ist wirklich so, dass man sie eben betäuben muss und dann eben füttert, bis sie einem dann gehören. Und das kann vor allem am Anfang ziemlich schwer sein, wenn man eben noch gar nicht weiß, wie baut man eine Falle, was brauche ich eigentlich zum Zähmen, was ist die beste Nahrung, die ich reinschmeißen kann, damit ich das Tier ziehen kann. Aber nach einer gewissen Zeit ist das alles sehr wiederholend. Also dieser ganze Reiz, ein Tier dann in Arc 1 zu zähmen, ist für mich dann irgendwann weg. Wie könnte das Zähmsystem in Arc 2 also aussehen? Wie gesagt, durch das Souls-like Gameplay und durch die Third Person bekommen wir eben andere Möglichkeiten. Wir können ja nun mal jetzt ausweichen, blocken und auch das Ziel anvisieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil wir dadurch einfach Kreise um die Kreatur rumziehen können und sie somit dann nicht aus den Augen verlieren. Also es wäre schon mal sinnvoll, diese Mechaniken dann eben auch bei Dino-Kämpfen bzw. Zähmung einzubauen, weil sie nun mal im Spiel drin sind. Aber weiter, und da kommt der Kommentar von Ende ins Spiel, könnte es eben so sein, dass Dinos in verschiedene Klassen einsortiert werden, die dann wiederum verschiedene Zähmarten bzw. Taktiken benötigen. Ende geht hier beispielsweise auf den Rex ein, wo er sagt, okay, das ist der König der Urzeit und der sollte sehr schwer zu zähmen sein, indem man ihn beispielsweise erst auf 10 HP runterschießen muss, um ihm dann irgendwie Kibbel hinzulegen, damit man dann quasi in so einer Symbiose mit ihm leben kann. Also er hilft uns dann, weil er jetzt Respekt vor uns hat. Wobei mich das ehrlicherweise ein bisschen an Pokémon erinnert, weil da hauen wir die Viecher auch immer ganz weit runter, bis wir sie dann fangen können. Hier fangen wir sie nicht, aber das Prinzip ist ähnlich. Und was ich mir eben vorstellen kann, durch diese neuen Mechaniken, die wir eben im Spiel haben, dass die Zähmung generell anders wird. Also wir werden da nicht mehr stehen und dann unsere Pfeile einfach schießen, bis das Tier umfällt, sondern wir werden uns irgendwie einen Kampf liefern müssen. Und beispielsweise in Jedi Fallen Order ist das ja auch so, dass eben verschiedene Kreaturen bzw. Minibosse dann auch verschiedene Angriffspattern haben, die man erstmal lernen muss, um denen dann entsprechend auszuweichen, um nicht zu viel Schaden zu bekommen oder um generell keinen Schaden zu bekommen. Das kann ich mir in Arc 2 auch sehr gut vorstellen, beziehungsweise würde ich mir das auch wünschen, denn auch wenn wir jetzt verschiedene Kategorien von Zähmung hätten, dann wäre das ja auch irgendwann sehr schnell wiederholend, weil wir müssten dann jedes Mal den Rex wieder auf 10 HP runterschießen. Irgendwann haben wir unsere Taktik, wie das am besten funktioniert und es wäre dann wieder easy möglich. Und damit das eben nicht passiert und eben spannend bleibt, müssten diese Angriffspattern eben auch sehr variabel sein und unterschiedlich eingesetzt werden können, damit es immer wieder aufs Neue, zumindest im PvE eine Herausforderung ist, eben auch ein Dino zu zähmen. Und so wäre es dann so, dass tatsächlich richtig krasse Dinos, die auch ein bisschen was im Spiel bringen, schwierig sind zu zähmen und so ein Dilo halt eben nicht. Also wenn wir den Vergleich haben zwischen Dilo und Rex, dann muss ein Rex einfach deutlich schwieriger zu zähmen sein. Und aktuell ist es ja so, in Arc 1, selbst ein Giga, der ultra viel Schaden machen kann, zumindest wenn er wild ist, ist ja auch sehr einfach zu zähmen, wenn man die richtige Taktik hat. Und deshalb würde ich es für sinnvoll halten, wenn wir wegkommen von diesem Trappen und diesem unendlichen Betäubungspfeile raufschießen und tatsächlich mal ein bisschen Skill anwenden müssten, um tatsächlich Tiere aufzuzähmen. Wie gesagt, alles rein spekulativ, das muss nicht eintreten. Ich halte es allerdings für sinnvoll, dass man das so umsetzen kann, weil wir die Mechaniken einfach im Spiel haben und warum sollte man sie nicht nutzen, wenn sie schon im Game sind. Und so können dann Zähmungen zu kleineren oder auch größeren Bossfights werden, was ich wiederum sehr interessant finden würde.